willkommen bei Wein am Limit. Liebe Valinauten, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch zwischen den Jahren. Ich hoffe, das Weihnachtsfest war top. Viele gute Weine, feines Essen, Silvester und Neujahr stehen vor der Tür. Da natürlich nicht vergessen, guten Champagner trinken und gute Getränke. Aber wir haben jetzt eine kleine Live-Schalte zu Stefan Wellanschitz aus Neckenmarkt. Das ist im Mittelburgenland, teilweise sehr hochgelegene Lagen. Und Stefan hat ein Projekt, das er Kolfok nennt. Stefan, schön, dass du mitmachst. Wie geht's? Und was verbirgt sich denn hinter deinem Projekt? Hallo. Ja, das Projekt Kolfok habe ich vor ein paar Jahren gegründet. Die Frage war, was sind meine Wurzeln, was sind die Wurzeln meiner Familie, beziehungsweise was gab es schon immer in der Region, vor allem im Neckenmarkt, und warum gibt es das nicht mehr oder kaum. Also einfach nur dieser Traditionsgedanke. Und ja, auf meiner Recherche bin ich auf interessante Sachen gestoßen, beispielsweise, dass der Weißwein und der Rotwein gleich auf waren bis in die 90er Jahre hinein. Und wenn man in den alten Keller unseres Weinguts geht, Weine von meinem Großvater noch aus den 50er oder 60er Jahren, so hatte man immer einen Weißwein dabei, sei es ein grüner Veltliner oder ein Welschriesling oder auch Weißburgunder. Und ja, wenige alte Anlagen sind geblieben, und das war der erste Grundgedanke von Kolfok, diesen Weißwein aus Neckenmarkt wieder zu beleben. Und finde es ein bisschen schade, dass der Weißwein fast komplett eliminiert wurde. Bedingt durch ein sehr rationelles Denken der 90er. Ebenso ging es den großen Fässern an den Kragen. Dann gab es eine Zeit lang nur mehr französische Eiche bei Rix. Inzwischen bin ich wieder derjenige, der große Fässer heimischer Eichen anfordert. Und ja, ich möchte einfach ganz authentische Weine erzeugen. Das hört man heutzutage zwar sehr oft, aber ich möchte einen Welschriesling keltern, der nach Neckenmarkt schmeckt und nicht nach Südsteiermark. Und ich möchte einen grünen Veltliner aus dem Burgenland, aus Neckenmarkt erzeugen, der ganz klar für die Region, für die Ortschaft selber steht. Und das waren meine ersten Gedanken dazu. Okay, Mittelburgenland, schön und gut, fein, verstehe ich. Neckenmarkt ist schon ganz berühmte Marktgemeinde. Was ist denn das Besondere daran? Ja, Neckenmarkt, da befinden wir uns ja im Mittelburgenland. Und egal, wo man über das Mittelburgenland liest, ist es immer die Rede von schweren Lehmboden. Und da bin ich nicht zufrieden damit. Also gerade Neckenmarkt stellt da eine ganz eigene Geologie dar, was die Böden anbelangt. Der Ort ist ziemlich hoch gelegen, also der Ortskern selber auf ungefähr 250 Meter und die höchsten Weingärten auf knapp 500 Meter. Das ist bedingt durch das Ödenburger Gebirge. Das zieht sich durch die ganze Weinlandschaft und markiert gleichzeitig auch die ungarische Grenze. Also wir haben einen offenen Grenzübergang in Neckenmarkt auch. Zum Teil ist es wirklich nur ein Katzensprung vom Weingarten nach Ungarn. Und ich habe ein paar Exemplare auch, damit man sich das veranschaulichen kann. Es gibt in Neckenmarkt den Klimaschiefer. Das ist eigentlich das älteste Material, 320 Millionen Jahre alt, sehr hart. Und das findet man in den höchsten Weingärten. Also auf knapp 500 Meter. Dann hat man dazwischen auf ungefähr 400 Meter den Ortho-Gneis. Und das ist was ganz Besonderes, denn der Ortho-Gneis, den findet man in der Form im ganzen Burgenland nicht. Also das ist wirklich einzigartig nur für Neckenmarkt. Der ist flockig strukturiert und hat immer einen Silikatgehalt dabei. Und wenn man dann um die 300 Meter Seehöhe kommt,
hat man wieder einen komplett anderen Boden, nämlich den Muschelkalk. Und das ist, glaube ich, ein wirklich schönes Exemplar. Eine versteinerte Muschel, schichtenförmig verkalkt. Und ja, alles unter 300 Meter, das ist eben typisches Mittelburgenland, schwerer Lehmboden. Und diese Einzigartigkeiten, diese einzigartige Geologie findet man eben nur in Neckenmark. Das macht den Ort wirklich sehr besonders. So, ach Stefan, du hast doch was für uns mitgebracht. Also ich würde sagen, Mats ab, dann kriegen wir mal ein bisschen mehr zu Gesicht. So, hier sieht man das Neckenmark der Weingebirge. Der höchste Teil, der ist gleich hier oben. Da sind wir schon auf knapp 500 Meter. Und der Wald, den man da am Ende erblicken kann, das markiert auch die ungarische Grenze. Und hier sind wir direkt im Ödenburger Gebirge. Das Ödenburger Gebirge hat eben den Klimaschiefer und den Orthogneiss als Besonderheit. Ja, Stefan, ein Wein, den ich aus deinem Programm sehr, sehr gerne trinke, das ist der Kolfok, das ist der Querfeldein. Was zeichnet diesen Wein aus und wie schmeckt das? So, der Querfeldein. Das ist eigentlich größtenteils zweigelt. Ich muss zugeben, ganz wenig Syrah ist auch dabei, aber kaum nennenswert. Und ja, das ist eben meine oder die Neckenmark der Interpretation von Zweigelt. Zweigelt ist die leichtere Rotweinsorte und genau so soll er rüberkommen. Es ist in erster Linie ein Wein mit viel Spaßfaktor. Also der soll einfach schön zu trinken sein. Und ist irgendwie der Alltagswein für Fortgeschrittene. Das ist eine gute Beschreibung. Kommt von mehreren Weingärten aus Neckenmarkt, also bis zu fünf verschiedene Weingärten. Hier eine Mischung aus Orthogneis und Schiefer. Sind eben auch alte Anlagen. Ich wollte ein bisschen mehr machen als nur diesen Zweigel, wie man ihn sonst aus Österreich kennt, und deshalb ist er fruchtig, duftig und ja, unheimlich schön. Ja, und dann haben wir hier diesen Wein hier, auch super spannend, mit einem ganz interessanten Namen, Nolens Volens, Weltschriesling. Oh, der Nolens Volens, hier haben wir den. Ja, das ist mein Welschriesling mit dem witzigen Beinamen Nolens Volens, also auf Wohl oder Übel. Das ist zum einen bedingt auf die Verarbeitung selber. Trauben werden nämlich durch keine Maschine gejaugt, wie man in Neckenmark so schön sagt, sondern es wird einfach per Hand angequetscht, beziehungsweise per Fuß angequetscht, ein Teil als ganze Trauben gepresst und ein anderer Teil als ganze Trauben eingemeischt. Diese beiden Teile kommen später dann wieder zusammen. Und ja, das soll mal ein Welschriesling der ganz anderen Art sein. Wenn wir jetzt über die Bodenbeschaffenheit und über den Weingarten selber sprechen, das ist ein typischer Klimaschiefer. Also der Welschriesling ist auf Klimaschiefer. Und das Besondere am Weingarten selber, es ist eine alte Anlage aus den 80ern und es ist eine Doppelstockbepflanzung. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Doppelstock bedeutet, normalerweise hat man einen Rebstock und dann einen gewissen Abstand und es kommt der nächste und so weiter. Und bei Doppelstock hat man auf dem einen Platz zwei Stöcke auf einmal. Das heißt, diese zwei Stöcke konkurrieren sich. Und das führt zu einer natürlichen Intensivierung. Man kann fast schon sagen, zu einer natürlichen Konzentration im Wein selber. Das lässt den Welschriesling auch ganz anders schmecken. Gepaart mit der einzigartigen Geologie und der einzigartigen Mikroklimatik, auch bedingt durch das Gestein, das die Wärme quasi reflektiert, wird so ein Welschriesling erschaffen, der
nur in Neckenmark so entstehen kann. Ja, Stefan, alles schön und gut. Aber einen Wein, der gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist der Weißer Burgunder Muschelkalk. Was hat es damit eigentlich auf sich? So, beim Weißburgunder müssen wir mal auspacken. Ja, der Weißburgunder, Muschelkalk Alte Reben, stammt von einer Einzellage. Der heißt im Übrigen Hussi. Und das ist ein Hochplateau im Nordwesten von Neckenmarkt, also um die 350 Meter. Und das schmeckt man sofort, dass der vom Kalk kommt. Also wenn man in den Wein hineinriecht, kommt es einem vor wie purer Kalk. Ich habe das Exemplar ja schon vorhin gezeigt. Richtig schön, der Muschelkalk. Den findet man nicht nur oberhalb des Weingartengrunds, sondern eben auch unterhalb. Es kommt eine dünne Humusschicht und dann trifft der Wein, also die Rebstöcke selber, die Wurzeln davon direkt auf Kalkfels. Also sie müssen sich durch extrem kargen Boden durchwurzeln und nehmen dabei sehr viele Mineralien auf. Diese Mineralien, das Calcium, das spiegelt sich im Wein ganz klar wider. Das findet man ja auch in anderen Gebieten mit sehr hohem Kalkgehalt. Und ich fand gerade den Weißburgunder im Gegensatz zum Chardonnay interessanter, weil er eine neutralere Sorte ist und dadurch diesen Kalk noch besser spüren lässt. Ja, und auch hier sage ich wieder Mats ab, weil diese Lage ist so bemerkenswert, dieser Boden und das, was diesen Wein auszeichnet. Also, jetzt anschauen. So, hallo nochmal aus Neckenmarkt. Wir befinden uns hier in der Muschelkalklage Hussi. Die Einzellage ist purer Kalk, das kann man wirklich schön erkennen. Vor kurzem wurden hier ein paar Grabungen durchgeführt und da lässt sich jetzt wirklich schön erkennen, was das für ein Boden ist. Nämlich wirklich purer Kalk. Es ist kaum Humus vorhanden, sondern die Rebwurzel selber stößt da nur auf Kalk, Kalk, Kalk. Die Lage selber befindet sich in Waldnähe, wie man sehen kann. Hier gleich daneben ist eben das Hochplateau des Hussis. Und auf knapp 350 Meter befinden wir uns. Also wirklich ein optimales Mikroklima für Burgundersorten wie den Weißen Burgunder. Ja, super, lieber Stefan, das war wirklich toll, das war sehr eindrucksvoll. Ich sage ganz herzlichen Dank für diese fantastischen Erklärungen. Kolfok ist für mich auch eine absolute Entdeckung und liebe Valinauten, diese Weine haben es in sich. Die haben nicht nur eben diese, ich sag mal, traditionelle und dieses handwerkliche in sich, die haben eben auch einen enormen Trinkfluss und schmecken sehr authentisch. So muss Wein schmecken, zeitgemäß. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht wirklich gut rein, feiert schön und wir sagen auch nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit, das tolle Feedback und auch die Anerkennung, die wir durch euch bekommen haben in diesem Jahr. Wir werden auch weitermachen, genau in diesem Sinn. Menschen wie Stefan und deren Geschichte, die liegt uns am Herz und ich finde, sie gehört auch weitererzählt. In dem Sinn, kommt gut rein, alles Gute für euch, hoch die Tassen, 2018 wird another great year, we make it great again. In dem Sinn. Tschüss.